herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alpine Racing 2007. Mein Name ist Gabul. Jawohl, wir sind Gesamtwertung 18. Haben auch wieder ein bisschen Kohle, Leute. Wir gehen mal wachsen. Jawohl, 84,25. Dann gucken wir mal, was wir im Extra-Training können oder ob wir es nicht können. 1,31 fahren sie schneller als 133. Das werden wir probieren. Probieren geht über Studieren, würde ich sagen, Leute. Das ist ganz neu im Programm, so. Meine Damen und Herren. Der Wettbewerb auf der schwarzen Piste. Oh, da haben wir schon den Start verschissen. Aber wir haben ja gute Skier. Und 131 sollte auf jeden Fall locker drin sein. Nur wir haben ja diesmal eine Zeitvorgabe, jawohl. Seht ihr, da haben wir schon die 140, 143. Also die Geschwindigkeit war jetzt nicht das Problem. Uiui. Nein! Ja, tolle Wurst, tolle Wurst. Ja, es geht schon wieder gut los, die Aufnahme. Trainieren. Jawohl, 58,5, 74,6. Kraft hat sich verbessert um 0,7 und Motivation hat sich auch verbessert. Aber wir kommen. Abfahrt. Wir kommen irgendwie nicht richtig mehr hinter Hallo den anderen Gott, her. Meine Damen und Herren, hier spricht Harry Pechmann. Also. Drücken Sie die Daumen, meine Damen und Herren, für die Profis im Abfahrt. Jawohl, 99%. Das hätten wir mal im richtigen Lauf gebraucht. Uiui. Joi, hier geht's lang, jawohl. Ja, das macht er doch perfekt. Ja, reden die heute gar nicht, oder was? Gar keine Witze mehr erzählen, die beiden. Hallo. Er fährt jetzt ausgesprochen präzise. Auf der Schiene sollte er jetzt bitte bleiben. Platz 1 bis jetzt. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Fahrer gesehen. Es kann also noch einiges passieren. Nein, verdammt ich noch mal. Ey, ich kriege wirklich Hämorrhoiden in dem Spiel. Leck mich doch an die Füße. Mann, 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 ey. Es kann nicht sein, Leute, echt. Wir hatten gerade darüber gesprochen, was das Phänomen Bodie Miller ausmacht. Dass einer mit seinem eigenen Wohnmobil zu den Wettkämpfen anreist, das ist doch absolut cool. Ah, cool. Cool. Bloß weil die sich kein Hotel leisten können. Wie geil. Uiuiui. Ja, der Probelauf war ja nicht so berauschend. Trotz, dass wir einen perfekten Start hatten, ist es nicht so berauschend ausgegangen. Aber gut. Einen 50-Meter-Sprung legt er davor. Beachtlich. Respekt. Respekt. Über diese Platzierung wird er sich nicht freuen. Nee. Das haben wir uns wirklich nicht gefreut. Wir sind nur 22. Sehen, aber mit dem Unfall und das sollte ja mehr drin sein. Wenn ich jetzt nochmal einen perfekten Start hinkriege. Mit dem Wetter heute können die Läufer. Naja, 88, ja, das ist schon ganz weg. Okay. Brauchen wir uns nicht mit zu verstecken. Da hätte ich eher einlenken müssen. So. Komm. Rum, rum, rum. Na komm doch rum, Mann. Jawohl. So, jetzt hier aber nicht wieder gleich die Scheiße machen. Na, jetzt leckt's hier. Was ist denn jetzt kaputt hier schon wieder? Ihm fehlt jetzt nicht mehr viel für Platz 1. Ah, ja, ja, ja. Ja, ich würde auch sagen, für dieses Tempo ist sicher ein gutes Wachs verantwortlich. Ja. Kein gutes Wachs. Das sind meine Fürze, Mann. Ich habe mir einen Düsenantrieb. Ich habe gestern Bohnen gegessen, ja, und jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Und da geht das ab wie die Razzelli, wenn man hier den Berg runterrodelt. Runterrodelt. Ja, ich rodel mir auch gleich ein. Leckt mich doch ein. Den Skiern runterfahre. Na komm, Baby.
Lass jucken jetzt hier. Ja, bislang fährt er an zweiter Position. Bisschen Tempo, dann ist er noch mehr drin. Ja, wird schon. Bleiben Sie geschmeidig, junger Mann. Meter. Jawohl. Ja, nicht aufs Maul legen jetzt hier. Schön durchhalten. Perfektion ist was anderes. Ja, aber den möchte ich sehen, der hier ganz ohne Fehler durchkommt. Ja, ich! Du. 35, 40, kein übler Sprung, wirklich. Und was haben wir? Das bedeutet erstmal Rang 2 für ihn. Rang 2. Mal sehen, wo er steht, wenn die zweite Hälfte der Fahrer unten ist. Wie wir gleich in der Wiederholung sehen werden, meine so. Damen und Herren, ein ganz ordentlicher Lauf. Achter Platz. Das war ein brauchen wir uns nicht mit zu verstecken. Ich hab meinen Spaß gehabt. Zehnter in der Rangliste. Ganz okay. Weiter geht's, würde ich sagen. Sie haben den letzten Wettkampf als Achter beendet. Dafür erhalten Sie 250 Erfahrungspunkte und 6.000 Euro. Ja, das ist doch schon mal richtig schick. Wir haben Technik verloren, Kraft verloren und Motivation verloren, Leute. Es ist doch zum Kotzen. So, ab zum Wachsen. Was haben wir jetzt an Kohle? 10.000. Ja, die Kohle schwindet auch schon wieder, wenn ich ganz ehrlich bin. Extra-Training. Rasante Abfahrt, schwarze Piste. Wehe, wenn Sie stürzen, unterbieten Sie einen Zeitenrekord von 1,44. Wir probieren's diesmal. Ja, bitte nicht stürzen. Dann sollte es vielleicht auch mal klappen. 91%. Das ist doch schon gar nicht schlecht. Boah, ist das hell. Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, Baby. Müssen wir gleich gucken, wo wir irgendwo abkürzen können, auf jeden Fall. 1,44, glaube ich. Sollten wir ja. So, dann jetzt aber hier. Pack die Skier aus und lass jucken, Baby. Okay, komm. Jetzt können wir schon erahnen, warum diese Strecke schwarze Piste genannt wird. Ja, weil sie schwarz ist? Ja, stimmt ja gar nicht. Jawohl. Komm, irgendwo müssen wir doch gleich noch abkürzen können hier. Spätestens an dieser Stelle merkt auch der Letzte, dass das kein Spaziergang ist. Jawohl. Bis jetzt eigentlich perfekt runtergefahren. Wollte er da lesen, was auf der Eieieiei, da haben wir Glück gehabt. Auf jeden Fall verdammt schnell sind wir. Schön weit innen, jawohl. Wer hier heil unten ankommt, der hat sich sein. Nein, verdammt mich nochmal, genau wie letztes Mal. Ach, leckt mich doch alle am Arsch. Ah. Nee, da haben sie es nicht geschafft. Trainieren. So, Fitness hat sich verbessert, Technik hat sich verbessert, Kraft hat sich auch verbessert und Motivation hat sich verbessert. Naja. Gleich ab ins Super-G. Naja, hat er irgendwie gerade übersprungen. Keine Ahnung, Leute, warum. In meiner lauschigen Sprechkabine sitzt außerdem 75%. Ab geht's. Heute nach Kräften unterstützt. Eigentlich mal vernünftiges Farbverhältnis jetzt hier. Heute für die Profis im Super-G. Können wir nämlich jetzt hier mal vernünftig runterradeln. Radeln, Leute. Ja. So. Oh, zu früh eingelenkt. Oh, na komm. Leute, ich muss unbedingt mal wieder das Spiel in einer längeren Staffel aufnehmen. Aber heute komme ich da auch nicht gleich zu. Gleich können wir einen Blick auf die ersten Ergebnisse aus diesem Lauf werfen. Weil sonst werde ich das nie mehr guter schaffen. Naja, also wenn ich die Zeit dafür finde nächstes Mal, dann werde ich erstmal wieder 8-9 Folgen am Stück aufnehmen, dass ich hier in das Spiel mal wieder richtig reinkomme. Das geht ja gerade gar nicht. Ja, mit diesem Sprung muss er sich nicht verstecken. So. Wen fahren wir im Super-G ja auch mit unseren guten Skiern.
Das ist erstmal Platz 1 für ihn. Weltklasse. So, komm da rum. Ja. Komm, Baby, jetzt hier volle Pulle runter. Jawohl, über 150. Hier geht das gerade richtig dufte ab. Komm. Ja, wenn er so weitermacht, dann spielt er bei der Wertung ganz vorne mit. Nein. Oh. Das hat auf jeden Fall nochmal Zeit gekostet. Die Führung. Ja, wie man an den Wurm glaubt. Wie man an den Bomben glaubt. So jawohl. Ich bin Bob. Yippie-a-yeah. Mal gucken, was wir bleiben. Zweiter. Wenn du meinst. Perfekt, Leute. Das gab endlich mal wieder Kohle. Es wurde auch Zeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Und hier haben wir die endgültigen Platzierungen. 13. im Super-G. Geht ja auch schon, wenn ich ganz ehrlich bin. Sie haben den letzten Wettkampf als Zweiter beendet. Dafür erhalten Sie 800 Erfahrungspunkte und 12.000 Euro. Ja, perfekt. Kraft haben wir verloren. 0,7. Akzeptabel. Wir haben auch schon wieder 19.000 Schleifen. Jawohl, wir gehen wachsen. 87,59%. Jawohl, Training. Und jetzt kommt, Leute, einmal jetzt hier. Geschwindigkeitsrausch beim Speed Downhill. Wehe, wenn Sie stürzen, fahren Sie schneller als 223 km/h. Das sollte möglich sein. 224 oder 225 war unser Rekord. Damit kommen wir zur Abteilung. Don't try this at home. Was? Kannst du das bitte auf Deutsch sagen? So, 98%. Das ist schon mal perfekt. Ja, allmählich kratzt er an der 200-Kilometer-Marke. Komm, Bursche, ein bisschen mehr Speed. Er erreicht jetzt beachtliche 220 Stundenkilometer. So, was haben wir erreicht? Mit einer durchaus beachtlichen 225,8, jawohl. Hier gut verkauft. Endlich auch mal wieder extra Training gewonnen. Mann, wurde auch Zeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Sie haben die Extraaufgabe erfüllt, jawohl, trainieren. Und wir gehen auf Technik, Leute, komm. Lass jucken, Parker. Jawohl, Technik von 74,9 auf 75,6. Das hat was gebracht. Fitness ist auch wieder um 0,4 gestiegen. Kraft ist geblieben und Motivation ist auch geblieben. Aber was soll's, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Slalom, nein! Jetzt wird wieder alles in die Hose gehen. Ich krieg das ja, doch nie okay, hin. Sein muss. Der nächste Durchgang im Slalom-Cup. Der kann doch nie sein. Lassen wir uns überraschen. Ich kriege diesen Scheiß doch nicht hin. Nein. Und das war ein klassischer Torfehler. Du musst einfach nur dazwischen bleiben. Das ist so einfach eigentlich. Aber wenn du aus dem Takt kommst, kannst du es vergessen. Mal sehen. Oh ja, jetzt starte ich auch noch wie eine alte Schlaftablette, wie eine alte Oma. Mann, eine alte Oma. Ja, ey. Boah, ey, kommt, Leute. Also, wenn wir die Profiliga beendet haben, werde ich das Slalom rausnehmen, weil ich kriege so langsam wirklich die Pimpernellen in dem Spiel, bin ich ganz ehrlich. Es geht mir richtig auf die Eier. Meine Fresse. Ja. Also langsam nervt es, bin ich ganz ehrlich. Training. Extra Training. Was haben wir? Rasante Abfahrt. Springen Sie 130 Meter. Man kann in dem Spiel nicht 130 Meter springen. Trainermarkt. Trainieren. Ab geht's. So, Fitness hat sich um 0,7 verbessert, Technik ist gleich geblieben, Kraft hat sich um 0,7 verbessert und Motivation um 0,4. Ja, ich sage dann wieder, Schaui Laui bei Sky Alpine Racing 2007. Ich bin froh, dass es gerade zu Ende ist, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das mit dem Slalom kotzt mich an und gleich ist schon wieder Slalom dran. Man kann ja unter Kalender, so wie ich weiß, dieses Slalom irgendwie ausstellen, bestätigen. Keine Ahnung, wie man das macht. Das muss ich mir dann mal anschauen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.